Moin moin und ein fettes Hallo von mir mal wieder. Ja, es ist jetzt schon die vierte Folge und ich habe erst zwei Spieler verpflichtet. Was los da, fragt man sich. Ich habe schon Petrus und den Pharaon Norris Cole verpflichtet und ich möchte ja noch, bevor ich mein erstes Spiel spiele, einen gescheiten Sender und einen gescheiten Small Forward haben. Und einer davon muss auch die Star-Rolle übernehmen, also der jetzt, auf den es ankommen kann. Young ist sowas teilweise, aber nicht so effektiv in Punkten oder halt darin entscheidend zu punkten. Moment, ich guck mal was. So, deswegen holen wir uns diese Folge jetzt sicher zwei Spieler. Ein Small Forward und ein Center. Geh mal auf Small Forward, suche ich. So. Kenne ich Jeff Taylor? Kenne ich noch gar nicht. Der ist schon ganz gut. Aber ein Small Forward wäre auch perfekt, wenn er... Warte. Der Small Forward haben wir ja schon, oder? Wir haben noch einen Shooting Guard fehlt uns. Was laber ich mal wieder für eine Scheiß? Natürlich fehlt so ein Shooting Guard. Richardson kann flöten gehen und dann Noel auch. Muss ja aber doch noch alle vertraden, die ich weg haben möchte. So, Karte verwalten, Trades suchen. Machen wir einfach mal so, warte mal. Philadelphia auf Turner und Richardson und Noel. Wen kriege ich dafür? Gordon? Sessions? Nö. Ich sage jetzt wahrscheinlich viel zu oft nö. Der Lee gefällt mir. Den wollte ich schon immer mal haben. Der Jeff Green? Ich habe ja schon Small Forward jetzt. Den müssen wir dann wieder weiter drainen. An Lee, den wollte ich schon immer mal haben. Mal schauen, was bieten sie noch an. Ohne ein Draft. Big, bitte, danke. Hallo? Gut. Gordon. Eric Gordon. A-Plus Potenzial. Der geht so wat von ab, der Typ. Der ist extrem stark. Der hat's übelst drauf. Eric Gordon. 83%. Das ist mir wieder... Ich möchte Underdogs haben. Ich glaube, ich gehe auf den Lee. Da habe ich ja Jeff Green, denn... Warte. Nee, mal was anderes. Wir suchen uns den Jeff Green gleich mal. Warte, Shooting Guard, so. Mal schauen, nicht, dass ich jetzt irgendwie unnötig viele der Guten ausgebe. Guck, du musst ja gar nicht mal ausgeben hier. So, Richardson, da habe ich den los. Mit zweiten Runden-Pick, ja, können sie haben. So, jetzt habe ich ein Small Forward für das erste Spiel. Und ja, Moment. Jetzt hole ich mir den Center. Hole ich mir, ja. Ich bin heute ein bisschen verpeilt. Ja, Raid suchen. Und dann möchte ich gerne Jeff Green los haben. Der soll schon ein starker Center sein, ne? Ist ganz klar, der auch jetzt entscheidenden Blocks setzen kann hinten. Na, Defense muss gut sein. Wir haben schon über 80er Lopez oder unter, ganz wenig unter 80. Hier, der ist gut. Was wollen sie denn? Noel Turner sind ja die ich weg haben will, ne? Da kriege ich sogar noch so einen Copeland zu, den ich auch ganz gut finde. Aber Noel, der A-Plus Potenzial. Und der ist 19. Den könnte ich auch theoretisch drin lassen. Lass mal drin. Und damit hätte ich auch die erste Aufstellung. Gehen wir nochmal hier auf. Spieltaktik. Aufstellung. Cole, Lee, Turner, Young, Noel. Jo. Ich probier's mal mit denen. Jetzt habe ich natürlich den
Ne, warte mal. Hä? Was haben wir jetzt gemacht? Ne, so. Goli, Petrus, Young Noel. Ich merke gar nicht, dass ich irgendwelche lese, die... was ist mit mir heute los? Wo ist der Green, den ich mir mit erworben habe? Nein, den habe ich mir doch nicht mehr erhoben. Ne, den habe ich mir doch nicht. Genau, stimmt, ja. Das ist jetzt wegen... Weil wir den Turner wieder weg haben und den Anderson und... Ja. Turner Anderson. So, wir sind fertig. Ich glaube, das ist auch die Ende, das Ende der Folge. Ich werde wahrscheinlich auch einmal pro Tag mehrere Folgen hochladen, weil sonst werden es zu viele. Und ja. Und es wird viel zu lang dauern, weil ich möchte das schon bis Weihnachten fertig haben eigentlich. Das ist so mein Ziel. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber jetzt erstmal Servus, macht's gut und ciao.